Herzlich willkommen zurück hier im Mittelerde. Wir befinden uns noch, ja, hier in Mordor. Hat sich nicht viel getan. Ich schaue gerade mal unsere Quests und Aufgaben durch. Artefakte haben wir alle. Die letzte Rune fehlt uns noch, die ist an dem einen Steg. Jagdherausforderung, ja, haben wir gerade etwas Heftigeres. Und die letzte Blumenmission. Cool. Dolchlegende, Bogenlegende haben wir auch bald geschafft. Und dann fehlt nur noch die Schwertlegende. Die scheint irgendwie ein bisschen gestreuter zu sein, habe ich das Gefühl. Na gut, die blauen Missionen bringen uns alle nicht weiter jetzt an dieser Stelle. Begeben wir uns erstmal da zu diesem Turm. Und dann holen wir uns die letzte Rune der Wandmalerei. Da lang. Fast im Wasser gelandet. Und ich glaube, wir können nicht so richtig... Ja, das da ist einer von uns. Blaue Milch ist, glaube ich, das, was wir noch brauchen. Und da oben haben wir die letzte Rune. Und er sagt da nichts zu? Nichts? Nicht ein Wort? Oh Gott. Ich bin der leuchtende Herrscher Mordors. Nanichir, Gelaia Mordor. Iwab, Gelebren. Ich lese mir das andere. Ich lese das ein anderes Mal vor. Vielleicht am Ende oder so. Meine Kraft ist zwar geschwächt, doch ist sie nicht versiegt. Wir werden Mittelerde nicht gen Westen verlassen, bis der Verräter vernichtet und all seine Taten ungeschehen gemacht wurden. So, wollen wir mal gucken. Letzte Deutschmission. Weitere Artefakte von Grimbors Vergangenheit. Oder machen wir erst die Schwertmission? Machen wir erst die Schwertmission. Schnellreise zu dem Turm. Müssen wir jetzt nicht quer durch die Pampa unnötig laufen, weil die Häuptlinge gehören eh fast alle zu uns. Bis auf die Typen der Hauptmission. So, Karagor im Käfig, wie es sich anhört. Und die Schwertmission geht los. Gleich, wenn wir da sind. Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Oh, er ist hier. Ich kann ihn riechen. Ja, hier oben bin ich. Er sitzt bestimmt da draußen und belauscht uns, während er überlegt, was er als nächstes tut. Töte 5 Uruks durch Kaugummi. Das kriegen wir hin. Huch. Nein! Na toll, ich glaube, können wir die Mission nochmal neu starten? Auftrag verlassen. Gucken, wo wir jetzt landen. Na, war ja klar. So, Versuch 2. Diesmal mit korrekten Aufsitzen auf dem Karagor. Tatsache mitgekämpft, die Sklaven? Beeindruckend. Beeindruckend lebensmüde.
versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Diesmal reagieren wir auch mal ein bisschen schneller beim Aufsitzen auf des Karaguas. So, du willst auch nochmal. Ey. Nein, ihr lasst meine Miezekatze schön in Ruhe. So. Das waren die ersten. Hallo, zweite Gruppe. Scheiß werdet ihr. Lasst mein Haustier in Ruhe. Blöden Tiere. Die letzte Gruppe. Kommen wir an, galoppieren die zwei Helden. Geschafft, geschafft. Coole Aktion, würde ich sagen. So, du hast Informationen für mich. So, zeig mal her. Hat Angst. Erleidet Schaden durch Fern- und Nahkampf. Kann sich heilen. Toll. So, eine Mission haben wir noch. Die erste und letzte für die... Für die... Du hast ja vorhin gar kein Sklavenfleisch gegessen. Ich wollte keins. Seid ihr! Tötet ihn! Auf ihn! Huch. Entschuldigung, Freund. So. Böser Ork. Oh, hallo. Miezekatze. Mal ein bisschen Abstand zu der Miezekatze nehmen.
Yeah, 3 mit einem Schlag. Gule geben 1 Erfahrung. Na, dafür treten sie auch immer in Horden auf. Und was war das nochmal für eine Schleichmission? Hatten wir auch schon mal versucht. Werden wir gleich sehen. Ach, die Schleichmission mit den Würmern. Ups. So, du bleibst jetzt hier stehen und der andere geht mit, ne? Und dann versuchen wir mal diesen Schattenangriff. Was das? Ja, hast du. Wie macht man denn einen tödlichen Schattenangriff? Norsko sagt, es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Das haben die anderen bereits alle in ihre gierigen Mäuler gestopft. Es ist zu kalt. Zu nass. Es ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht. Das ist nur, was die Sklaven immer sagen, wenn sie gerade nicht um ihr Leben flehen. Habe ich da gerade etwas gehört? Waren sicher nur Ratten. Bleibt wachsam. Du bist also der Lümmel. Genau, lass den Grog weg. Na, einer von euch dazu. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Wetzstein steht schon den halben Tag lang still. Er sagte mir, immer wieder Feuer auszukühlen. Wenn er einen Sklavenmeister ist, hier ja. Würde sich doch niemals jemand trauen, hier rumzuschleichen. Ganz ruhig. So, was passiert jetzt genau? Alle gehen, einer bleibt. Wenn doch nur unser Hauptmann so wäre wie Skun. Okay. Ging doch. Wow. Das war vorher nicht golden.
dass die Legende deines Dolches verendet. Aram wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Oh. Jetzt ist es wieder ein ganzer Dolch. Das Nacht versetzt Schurken in Schrecken. Auf das seine mit ihrem eigenen Blute büßen. Verschlinge den Schmerz, macht Rot zu Schwarz. Jetzt können wir auch die fünfte Rune freischalten. Wenn wir das wollten. Wir gucken jetzt erstmal in die Verbesserung rein. Ob wir uns hier nicht vielleicht nochmal erstmal mehr Pfeile zulegen sollten. Was haben wir hier noch? Das ist auch ganz praktisch mit dem schneller ziehen. Arkan, der Stahl des Sohns ist nun vollkommen. Eine Macht, stark und ruhig, scharf und silbern. Ole. So, die letzte Mission können wir gar nicht beginnen, oder? Der ist verriegelt, der ist verriegelt. Gehen wir rüber, machen die Sklavenmission noch. Vielleicht finden wir noch ein paar blaue Milch. Ein paar blaue Milch, ja. Ist ein Karagor fleißig am Essen? Ja, wir müssen genau in die andere Richtung. So, holen wir uns die Sklaven. Klingt auch sehr. Na gut. Rette die Sklaven. Den haben wir es im letzten Kampf gezeigt. Ich kann den nächsten Kampf. Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen. Wenn du Fleisch willst, hättest du ein Uruk werden sollen. Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Das ist ganz schön viel explosives Zeug, was hier rum uns steht. Alle, die nicht so sterben wollen, mache ich es halt so. So. Und die Rübe ist weg. Und deine auch. Vorsprung. Wir sind frei! Lass die Finger vom Uruk essen! Du hast mir das Fleisch nicht verdient! Wir schon, garstige Bade! Tschüss! Los, sei frei! Vielen Dank, Fremder. Ja, ja. Vorsprungkills habe ich gerade auch nicht so richtig nerv. Danke für die Rettung. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles genommen. Ich muss essen. Ab mit dem Kopf!
Autsch. So, du und jetzt du. Tada. Das war's schon an der Mission. Okay. Angriff von oben. Snog, die Spinne. Alles klar. Dann muss ich mich leider auch schon wieder aus dieser Episode verabschieden. Ja, wir sind schon wieder am Ende. Die Zeit rennt auch immer so bei dem Spiel. Das ist unglaublich. Ich hoffe denn noch, sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren spannenden, actiongeladenen Folge. Mittelerde, Mord der Schatten auf der PlayStation 4 hier auf meinem Kanal. Also haut rein und bis morgen. Ciao.